Herr Dr. Röttgen, Sie haben vorhin auch ein Plädoyer für die Energiewende gehalten, die Sie ja auch als Minister maßgeblich getrieben haben. Jetzt saßen heute hier doch einige Unternehmer, die ja immer wieder auch skeptisch auf die Energiewende gucken, siehe EEG-Umlage. Was entgegnen Sie denen? Dass man die Energiewende richtig machen muss. Wenn man sie richtig macht, ist es gerade für Deutschland eine große Chance. Es ist ein Investitionsprojekt, überhaupt keine Frage. Aber es ist eben Innovation und heimische Wertschöpfung hier in Deutschland. Es gibt jetzt Unternehmer, die sich daran beteiligen. Vorher gab es einige wenige, es gab Oligopole und jetzt gibt es ganz viele, auch mittelständische Unternehmer. Und zweitens ist es natürlich auch der Testlauf dafür, dass eine große Volkswirtschaft es schafft, auf eine klimafreundliche, nachhaltige Energieversorgung umzusteigen. Das braucht im Grunde die Welt, weil der Energiehunger steigt, die Weltbevölkerung steigt, der Wohlstand steigt. Aber wir können nicht den wachsenden Energiehunger mit Kernkraftwerken oder Kohlekraftwerken stillen. Auffällig häufig äußert sich im Moment Ihr Parteikollege Günther Oettinger, der die deutsche Energiewende, den deutschen Alleingang auch immer wieder kritisiert und die Industrie in Schutz nimmt. Wie ist da Ihr Verhältnis und was entgegnen Sie Ihrem Kollegen? Ja, jeder und auch jeder in Deutschland hätte diese Energiewende natürlich gerne und gemeinsam in Europa gemacht. Aber es war schlicht und ergreifend keine reale Option. Weder mit unserem westlichen Nachbarn Frankreich, die absolut auf Kernenergie setzen und auch auf alte Kraftwerke dort setzen, oder im Osten Polen, die auf alte Kohlekraftwerke setzen. Das hat, glaube ich, beides so keine Zukunft. Und darum haben wir und mussten wir es starten, dieses Projekt, damit die Entwicklung in Gang kommt. Aber wir sind uns bewusst, vom ersten Tag an war das nie ein nationales Projekt, sondern wir haben es immer auch europäisch und international gesehen. Und wir müssen jetzt auch in die europäische Abstimmung und Synchronisierung kommen. Das gilt für beide Seiten. Wir wollen das europäisieren und internationalisieren. Aber verstehen Sie die Sorgen eines Energiekommissars, der sagt, dass auch die deutsche Industrie darunter leiden könnte? Ja, könnte ist ja wieder was anderes als leidet. Wir haben für die Industrie weitgehende Befreiungen, die ja auch angegriffen werden. Ich habe die eingebracht und vorgeschlagen, weil ich es für wichtig halte, dass es eben keine Wettbewerbsbenachteiligungen gibt. Wir haben einen Großhandelspreis, einen Börsenpreis für Strom, und zwar kurzfristig, aber auch am Future-Markt. Der ist so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Und darum sind es die Verbraucher, die die Investitionen bezahlen. Wenn die sagen, ist das eigentlich richtig, dann muss man darüber diskutieren. Aber ich glaube, von Industrieseite heraus gibt es erst einmal so niedrige Preise wie lange nicht mehr. Dann wird legitimerweise gesagt, ja, wie ist die Sicherheit, die Verlässlichkeit? Das stimmt, wir sind in einer Transformation. Aber über das Preisniveau für Industriestrom, glaube ich, kann sich zurzeit keiner beklagen. Bei Industriestrom sprechen Sie vor allen Dingen die großen Konzerne an, die Industrie tatsächlich. Mittelständische Unternehmer sehen das wahrscheinlich ein bisschen anders, ist heute Abend auch angeklungen. Da ist dann immer wieder auch Kritik, weil man eben nicht weiß, wie geht es weiter? Also Planbarkeit, auch eine langfristige Planbarkeit. Und B, natürlich der Kostenfaktor, der vielleicht auch nicht ganz gerechtfertigterweise eben die einen ausschließt und die anderen nicht. Ja. Also die energieintensive Industrie, das energieintensive produzierende Gewerbe ist viel stärker befreit und begünstigt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Aber wir haben gerade im Mittelstand, im Handwerksbereich, nehmen Sie Bäckereien, die sind in der Regel nicht begünstigt, aber sind natürlich stromintensiv. Kann man fragen, können die das weitergeben in ihrem Brötchenpreis? So. Aber die Industrie und das produzierende Gewerbe, soweit es energieintensiv ist, ist weitgehend befreit. Die Frage der Verlässlichkeit halte ich für entscheidend, das habe ich auch hier heute Abend gesagt. Ich glaube, dass die Energiewende ganz wesentlich davon abhängt und angewiesen ist, dass Vertrauen erhalten bleibt, dass die Politik sagt, wir bleiben am Ball, wir verfolgen das Thema weiter und wir sind vor allen Dingen verlässlich. Wir ändern nicht rückwirkend Investitionsbedingungen, sondern wir sind verlässlich, wir entwickeln fort. Diese Botschaft der Verlässlichkeit und Berechenbarkeit für die Bevölkerung, für die Öffentlichkeit, aber gerade auch für die Investoren und für die Wirtschaft halte ich für ganz, ganz entscheidend.
Bei Verlässlichkeit müssen Sie ja eigentlich Ihre immer noch Regierungskoalition kritisieren. Da war ja, nachdem die rot-grüne Energiewende beschlossen war und Sie damals an die Regierungsmacht kamen, von Verlässlichkeit erstmal nicht viel zu spüren. Erstmal gab es den Turnaround und später gab es den Turnaround vom Turnaround. Insofern, in 4 Monaten haben wir wieder Bundestagswahl. Ist es realistisch, in einer Demokratie, in der alle 4 Jahre gewählt wird, so ein langfristiges Projekt, die Themen Verlässlichkeit, da wirklich, spielt das wirklich eine Rolle? Also es ist eine Herausforderung, aber es gibt ja auch eine Veränderung. Und das haben Sie auch angedeutet. Energiepolitik war jahrzehntelang ein Kampffeld der Politik, ein ideologisches, emotionales Kampffeld. Und Teil der Energiewende, die wir gemacht haben, ist nicht nur, dass wirklich erstmalig terminiert wurde, wann das Aus der Kernkraftwerke ist, sondern wir haben auch einen gesellschaftspolitischen, gesellschaftlichen Konsens erstmalig hergestellt. Und ich glaube, dieser Konsens ist die Grundlage, das Pfand für die Verlässlichkeit der Energiewende. Und darum kann man, glaube ich, jetzt zum ersten Mal sagen, jawohl, dieses Projekt ist parteiübergreifend, es wird fortgeführt, egal wer regiert. Mir ist es nicht egal, aber egal wer regiert. Ich glaube, diese Energiewende geht weiter. Dann muss man über Einzelheiten streiten, aber die Richtung steht fest, weil sie einen gesellschaftlichen Konsens abbildet. Vielen Dank. Unternehmerpositionen Nord. Eine Initiative der HSH Nordbank.